Ja, jetzt sind wir eigentlich alle hier. Fehlt nur noch Jeff. Ja, deswegen versuche ich ja die Satellitenverbindung fertig zu kriegen. Ach so, ich dachte eigentlich nur dafür, dass wir unser kleines Programm die ganze Welt verbreiten können. Träum weiter und beeil dich ein bisschen. Ja, ja, der Algorithmus. Ja, wenn's so läuft wie bisher, kriegen wir unsere Monetarisierung nie zurück. Und jetzt husch, husch, weitermachen. Husch, husch? Oder husch mal husch? Insiderwitz. Europa-Park-Fans verstehen den. Hör auf damit! Wir müssen an den Gelegenheitszuschauer denken. Der steigt aus bei sowas. Wir brauchen Viewtime, verstehst du? Viewtime. Ja, was? Wie wäre es denn, wenn wir die Zuschauer um ein Abo bitten? Andere Kanäle machen das ja schließlich auch. Und dann haben wir eine Viewer-Base, wie man so schön sagt, die groß genug wäre. Kannst du gerne machen, aber wenn, dann bitte am Ende der Episode. Und jetzt weiter im Text. Unsere Reise in die Vergangenheit des Europaparks geht weiter und heute schauen wir uns die Jahre 1996 bis 1998 an. 1996, ja, da gab es auch noch andere Attraktionen, die neu dazugekommen sind, außer dem deutschen Themenbereich. Zum Beispiel die Wasserballonschleuder, ein großer Spaß für heiße Tage. Wie man hier sieht, egal ob man die Schleudern benutzt oder nicht. Direkt nebenan wurde die Ballonfahrt eröffnet. Ein Karussell mit Ballons, wie der Name schon sagt. Übrigens waren beide Attraktionen, genauso wie die gegenüberbefindliche Eishalle, damals noch dem Schweizer Themenbereich zugeschlagen. Wir bleiben in dem Bereich und schauen ihn uns mal von oben an, denn direkt ebenfalls gegenüber der Eishalle wurde damals das Nivea Kinderland eröffnet. Diese Spiel- und Fahrtmöglichkeiten für Kinder hier wurden später komplett umgesiedelt, und zwar neben das Wikingerland, und dort wurde alles zusammengefasst zur Welt der Kinder. Denn an dieser Stelle hier sollte später der griechische Themenbereich entstehen. Wir fahren jetzt mal, so wie beim letzten Mal auch schon, etwas weiter und sehen uns jetzt mal an, wie sich der Eingangsbereich verändert hat gegenüber dem alten. Da sind wir auch schon in der Deutschen Allee und dem Bahnhof Alexanderplatz, der natürlich auch neu gebaut worden ist. Thank you.
So, wenn wir jetzt hier einfach weiterfahren, dann kommen wir zu der Erweiterung des Hotels El Andalus. Das deutsche Gästehaus. Noch dichter am bzw. im Europapark kann man als Gast nicht übernachten. Das Gästehaus hat nur eine kleine Anzahl von Zimmern und war als günstigere Alternative zum El Andalus gedacht. Ich war allerdings erst ein Jahr nach der Eröffnung das erste Mal dort und das war ziemlich spontan. Ich bin damals in den Europapark gefahren und habe dort übernachtet, weil ich meinen Kopf wegen privater Dinge freikriegen musste. Das deutsche Gästehaus ist von der Einrichtung her etwas einfacher. Eben mehr wie ein Gästehaus, denn wie ein Hotel. Aber in manchen Zimmern wird man dafür mit einem tollen Ausblick belohnt. Na, habe ich zu viel versprochen? So, dann werfen wir doch mal einen Blick auf die Deutsche Allee bei Tageslicht mit den ganzen vielen verschiedenen Baustilen aus Deutschland. Das hier ist das alte Eingangsgebäude, das komplett in die neue Allee integriert worden ist.
Ja, aber so hat dieser Themenbereich nicht immer ausgesehen. Gehen wir nochmal ein Stück zurück und achten auf kleine Details. Wir sehen, es ist eine Reise zurück in eine wirklich frühe Phase, denn hier sind die Gebäude auf der einen Straßenseite noch eingerüstet. Außerdem sehen wir hier, dass 1996 Abschnitt 1 der Deutschen Allee fertiggestellt wurde. Die Gebäude hinter dem alten Eingangsbereich wurden erst ein Jahr später mit ihren Aufbauten versehen. Aber es geht noch um was anderes. Schaut hier mal genau hin. Fällt euch was auf? Ja, das heißt SWF 3 Rockcafé. Die Älteren werden sich erinnern, der Radiosender, nach dem dieses Rockcafé gestaltet ist, der hieß damals nämlich auch noch SWF, also Südwestfunk 3. Heute heißt er SWR, Südwestrundfunk, eine Fusion aus SWF und SDR, also Südwestfunk und Süddeutschem Rundfunk. Klingt komisch, ist aber so. Ja. 1997 wird der Bauabschnitt 2 der Deutschen Allee vollendet, mit dem Deutschen Jahrmarkt, der Festhalle und verschiedenen anderen Gebäuden, unter anderem der Südendern. Das ist ein super Konzept, nicht? Aber auch Frankreich bekommt eine Erweiterung mit der Filmerlebniswelt. Der Südwestfunk hatte einen Film produziert, der in Frankreich spielt, Nadine nackt im Bistro. Und wie ich schon mehrfach gesagt habe, nein, ich denke mir das nicht aus. Im Europapark wurden dazu die Kulissen aufgebaut, beziehungsweise eigentlich gar keine Kulissen, denn das sind richtige Fassaden, Gebäude und Häuser. Und auch das Bistro La Cigale, in dem ein Großteil der Handlung spielt, ist ein echtes Bistro und man kann hier essen gehen. Später wurde der Bereich noch erweitert, unter anderem fand hier das 4D-Kino seinen Platz. Und eine Großattraktion gab es noch, die den Schatten vorauswarf für einen neuen Themenbereich, den russischen nämlich. Die Achterbahn Euromir wurde 1997 eröffnet. Gleichzeitig wurde nun auch der zweite Tunnel der Panoramabahn abgebaut und durch den russischen Bahnhof ersetzt. Hier ist alles noch im Bau, aber wir sehen schon, dass unter anderem die Raumstation Mir von ihrem ursprünglichen Standort nach hierher verlegt worden ist. Ja, und so schnell geht's, schon ist die neue Attraktion fertiggestellt. Das Besondere bei der Euromir sind die beweglichen Gondeln. Es gibt zwei Schussfahrten und auf der Strecke dazwischen fangen die Gondeln an, sich zu drehen, sodass man nie weiß, ob man die Schussfahrt nun vorwärts oder rückwärts erlebt. Es gibt Fans, die hartnäckig behaupten, es gäbe ein System, das man genau abzählen könnte, in welchem Zug, in welcher Gondel man wann welche Position innehat. Eine offizielle Bestätigung davon habe ich noch nirgends gelesen. Und auf der anderen Seite, wenn man versucht, Züge, Gondeln und Sitzplätze abzuzählen, dann macht das Ganze ziemlich kompliziert.
also setzt man sich doch lieber rein und lässt sich überraschen.1998 wurde die Höhle, die der Alpenexpress Enzian und die Wildwasserbahn durchqueren, neu gestaltet zur Zauberwelt der Diamanten und es wurde ein Fußweg angelegt, dass man auch durchgehen konnte und sich die einzelnen Sachen etwas genauer ansehen konnte. Und natürlich ebenfalls neu der Souvenirladen am Ende, die Edelsteingrotte. Ebenfalls neu gestaltet wurde der Eingangsbereich des Universum der Energie. Die Eingangshalle, die zuvor, naja, den Charme einer etwas nüchternen Ausstellung hatte, wurde zu einer Höhle neu gestaltet. Außerdem gab es nun Exponate, die die verschiedenen Formen der Energiegewinnung darstellten. Solarenergie, Wasserkraft, Windkraft, Geothermie, einfach alles. Viele der Exponate sind heute leider nicht mehr an Ort und Stelle, aber da könnte man noch was machen, um den Eingangsbereich ein bisschen aufzupeppen. Und an der Stelle, wo heute der portugiesische Themenbereich steht, wurde damals eine Greifvogelwarte eingerichtet, mit entsprechenden Vorführungen. Fun Fact am Rande, die Greifvögel hatten auch Gastauftritte in der Show in der spanischen Arena. Zum Beispiel hier. Der schwarze Ritter hat seinen dramatischen Auftritt. Und wie es die Regel gebietet, so fragt ihn der Turniermeister. Um an diesem Turnier teilnehmen zu können, müsst ihr zuvor noch eine Bedingung erfüllen. Ihr müsst eure Identität preisgeben und euer Wappen offenbaren. Und die Antwort lautet. Was meine Identität angeht, so mögen diejenigen, die das
gelingt, mich zu Boden zu werfen, meinen Helm abgeben. Was mein Wappen angeht, so wagt es mir vom Himmel und der Erde verliehen. Ein großes Highlight der Saison, das auch von der Presse begleitet wurde, das war der Transport des großen Radioteleskops von seinem ursprünglichen Standort in den Europapark zum neuen Festivalbereich. Vor ein paar Folgen habe ich euch ja darauf aufmerksam gemacht, in dem einen Video hat man es im Hintergrund an seinem alten Standort stehen sehen, dann wurde es auf einen vielachsigen Tieflader gepackt und in tagelanger, langsamer Fahrt in den Europapark gebracht. Und in dieser Saison wurde der neue Festivalplatz unter dem Radioteleskop auch gleich genutzt für eine neue Sonderveranstaltung. Und wenn man sich die Chronik des Europaparks durchliest, dann steht da erstes Halloween. Naja, wie ich immer wieder gerne sage, ja und nein. Denn zweifellos führte die Veranstaltung von 1998 zum jährlichen Halloween-Event. Aber damals hieß sie noch nicht so. Sondern sie hieß das Fest der Lichter. Der Park blieb länger geöffnet, damit man ihn abends in der Dunkelheit bei erleuchtetem Zustand einmal sehen konnte. Und es gab eine Sondershow, eben auf dem neuen Festivalgelände. Spezielle Dekorationen gab es eigentlich noch keine. Und wenn man sich das Ganze so etwas genauer anguckt, dann kann man wahrscheinlich sogar davon ausgehen, dass das Fest der Lichter der Ausgangspunkt für zwei neue Sonderveranstaltungen des Europapark war. Einerseits natürlich für die Halloween-Saison, andererseits aber auch für die Winteröffnung. Halloween, das machte so den Grusel, das Neblige, das Unheimliche der Herbstsaison zum Hauptthema. Die Winteröffnung, so das Friedliche, das Beleuchtete. Und dass der Park eben abends länger geöffnet ist, um diese beleuchteten Gebäude auch zu sehen. Mit Halloween ging es ein Jahr später so richtig los, also 1999. Die erste Winteröffnung folgte dann im Jahr 2001. Die Sondershow in dieser Halloween-Urform hieß übrigens Feuer zwischen Himmel und Erde. Es gab eine gewaltige Bühnenshow, die schon damals in einem Feuerwerk mündete. Und ja, lang genug gewartet. 1998 eben kam auch der russische Themenbereich neu zum Europapark dazu. Die Hauptattraktion Euromir sowie der Bahnhof der Panoramabahn, die waren beide ja schon ein Jahr vorher fertiggestellt worden. In diesem Bereich neu gab es die russischen Handwerker und die Themenfahrt Schneeflöckchen. Die russischen Handwerker, das waren eben Handwerker, die zeigten, wie sie mit verschiedenen Materialien, zum Beispiel Holz oder auch Glas, umgehen konnten.
Die Themenfahrt Schneeflöckchen handelt von dem russischen Märchen von dem Ehepaar, das sich sehnlichst ein Kind wünscht und kein eigenes bekommen kann, so dass Väterchen Frost eine Schneeflocke zu ihnen schickt, die zu einem Kind wird. Doch Schneeflöckchen bekommt bald Heimweh nach den anderen Schneeflocken und sie erlebt allerlei Abenteuer auf dem Weg zurück dorthin, wo sie hergekommen ist. Und dann gab es dann noch eine Attraktion zum russischen Themenbereich, die neu und doch auch nicht neu war. Und zwar handelt es sich dabei um die ehemalige Filmhalle. Und diese war ja zum Flugsimulator umgebaut und dem englischen Themenbereich zugeschlagen worden. Nun wurde sie wiederum umgebaut und zwar zum Tiger Shuttle und dem russischen Themenbereich zugeordnet. Aber es blieb auf die eine oder andere Weise ein Flugsimulator. Ja, das war's für heute. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und überlegt euch, vielleicht den Kanal zu abonnieren oder unterstützt unser kleines Projekt bei Patreon. War das gut so? Ein bisschen altbacken und aufgesetzt. Versuch's mal wie dieser, wie heißt der noch, Balulis. Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann liked sie doch, abonniert unseren Kanal und drückt die Glocke. Nein, nein. Du hast gesagt, mach's genauso wie Valulis. Aber du kommst drüber wie ein Zappelkasper. Genauso wie Valulis. Wir müssen da verschiedene Dinge ausprobieren, aber das heben wir uns für die nächsten Male auf. Na dann, à bientôt.